Am 2. Februar feiern wir den Schnabeltiertag. Und wir haben ein kleines Spiel für euch. Wir zeigen euch gleich eine kurze Geschichte mit Agent P. Dieses Logo haben wir an mehreren Stellen versteckt. Findet es und zählt mit, wie oft es insgesamt auftaucht. Bereit? Los geht's! Okay, Agent P. Dr. Doofenschmerz kauft biomechanische Gerätschaften und Gurgelwasser. Wir wissen nicht, wieso. Wo gehen Sie hin, Agent P? Halt, gehen Sie nicht. Ich lache nicht über Sie. Ich habe nur heute Morgen einen genialen Witz gehört. Bitte, Agent P, setzen Sie sich, damit wir die Besprechung beenden können. Karl, wie war deine E-Mail-Adresse? Ich muss dir was zuschicken. Ich tanze mit deiner Frau, Kumpel. Hast du ein Problem damit? Ich tanze mit deiner Frau, Kumpel. Hast du ein Problem damit? Oh ja, das klingt sehr männlich. Ja, ich habe deine letzte Nektarine gegessen. Hast du ein Problem damit? Ja, ich habe deine... Barry, das Schnabeltier, könntest du von jetzt an die Haustür benutzen? Tust du mir den Gefallen? Ich meine, ja, ich habe deine letzte Nektarine gegessen. Hast du ein Problem damit? Klingt männlich, oder? Aber noch nicht männlich genug. Du musst wissen, seit meiner Kindheit habe ich eine sehr hohe, quietschige Stimme. Aber jetzt nicht mehr, denn jetzt habe ich den Fistelstimulator. Er verwandelt normale Luft auf biomechanischer Ebene in Dophelium. Dadurch kriegen alle eine höhere Stimme und im direkten Vergleich ist meine dann viel tiefer. Ich wollte eigentlich an meiner tieferen Stimme arbeiten, aber es war mir zu anstrengend. Ah, nicht schon wieder! Schnabeltier, du kommst zu spät. Warte! Halt, fass das nicht an! Lass das! Hör auf, Schluss damit! Du sollst deine Finger davon lassen! Oh! Toll, du hast den Knopf kaputt gemacht! Und? Hast du alle Logos gefunden? Es waren genau 12 Perrys. Der Schnabeltiertag am Sonntag den ganzen Tag im Disney Channel.